hier einen 4K-Bildschirm haben von Acer. Für 599 Euro wird es den zu kaufen geben, und zwar unter dem Namen XB280HK. Im Namen seht ihr schon, dass es ein 28 Zoll ist mit der 4K-Auflösung, wie ihr sehen könnt, unsere mit 60 Hertz Reaktionszeit und der G-Sync-Technologie von Nvidia die Spiele natürlich noch ein bisschen flüssiger werden lässt, zum Beispiel hier ein Browser-Game namens Wardex, das man hier auf der Comdex spielen kann. Wie ihr sehen könnt, wir haben natürlich vorne ein paar Knöpfe. Was wirklich Schöne hier bei dem Bildschirm ist, dass wir so eine Pivot-Funktion drin haben und das Ganze auch höhenverstellbar ist. Das können wir hier wunderbar hinten erkennen. Er ist auch relativ dünn und wir haben hier dank der G-Sync-Technologie nur ein Displayport drin, gar keine anderen Anschlüsse, noch Strom und ein USB 3.0 Hub, wie ihr hier sehen könnt, mit jeweils zwei Anschlüssen unten und zwei an der Seite, damit wir einfach USB-Sticks oder ähnliche Sachen anstecken können. Kopfhöreranschluss haben wir hier zum Beispiel auch gar nicht drin. Also ihr könnt, es hat auch keinen internen Lautsprecher oder so drin. Ist tatsächlich nur zum 4K-Bearbeiten, Spielen oder ähnliches hier gebaut worden von Acer für Gamer mit einem wirklich schönen Farbakzent auch bei dem Predator Note Desktop-PCs, damit es auch dazu passt. Genau, das war's auch schon mit dem ganz kurzen Hands-On oder Eyes-On, weil ich habe mich ja nicht angefasst. Das XB280HK, schön dünner Bildschirm, haben wir sehen können, eine Finger dick, IPS und auch von der Seite wunderbar noch betrachtbar, matt und schon bald erhältlich, ungefähr Ende September, beziehungsweise nach der IFA wird es den dann geben. Schön, dass du geschaut habt von der Gamescom 2014, bis zum nächsten Mal.